Oh, ich hätte den ultimativen Trank brauchen. Ja. Ultimativ. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Blitz. Dich will ich natürlich als besten Freund als allerletzten umbringen, Mr. Nickel. Oh mein Gott, alles liegt mir offen. Ich sollte ihn wohl mal Meister bringen. Aber vorher brauche ich noch meine Rüstung. Wo ist... Oh ja. Da ist sie. Stärkste Rüstung im Universum. Unbedingt sein muss. Aber nein, nur gut. Dafür werde ich dann wahrscheinlich seine rechte Hand und alles übernehmen. Oh, welche Zivilisation würde mich als erstes vernichten lassen? Welche Dimension zuerst auslöschen? Und welchen seiner Feinde werde ich zuerst foltern dürfen? Ich höre ihre Schreie schon. Ja, oh, es wird fantastisch. Wenn mir befehlen, eine Armee aufzustellen, werde ich Monster schaffen, die die Welt beherrschen werden. Oh, nicht nur eine Welt, alle Welten zusammen. Oh, es wird fantastisch. Ja. Aber wenn ich den Trank habe, vielleicht sollte ich ihn nur nicht hintergehen. Nur mir selbst Vorteile verschaffen. Wer weiß. Vielleicht hilft es mir. Oh, es wird fantastisch. 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 Meister. 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 Oh, wo halt. Zerstöre die Dimensionskonstellation der Menschen. Aber gehe vorsichtig vor, denn du darfst sie nicht unterschätzen. Oh, das werde ich. Das werde ich. Ja, für die Leute, die das jetzt nicht verstanden haben, was gerade vor sich ging, das war die Qualifikation oder Bewerbung für das Projekt der Menschenhand. Für die, die das Projekt jetzt nicht kennen, nochmal kurz als Erklärung, das ist sowas ähnliches wie Minecraft. Hero oder Nero jetzt mit einfach ein Projekt, das in verschiedenen Dimensionen stattfindet, mit aber auch 4 Städten. Ja, und nur ist da der Roleplay-Aspekt viel stärker in der Menschenhand. So ein bisschen wie Desperado oder ein Teil von Minecraft Leben, ja, war. Und da würde ich mich für qualifizieren. Ich würde einen verrückten Zauberer spielen. Keine Ahnung, ich hatte aber auch keinen verrückten Zauberer zu spielen. Ich habe noch nie einen verrückten Zauberer gespielt. Müsste man aber auch sehen, wie sich das entwickelt. Ja, das würden wahrscheinlich dann immer mehr sehr aufwendige Videos und es wird auf jeden Fall nächste Zeit viel kommen auf meinem Kanal. Das startet aber erst in so einem Monat, also habe ich dann noch etwas Zeit, um mich vorzubereiten. Reden ist schwer. Ja, ihr könnt auf jeden Fall schreiben, ob ihr Bock hättet auf das Projekt und falls die Mingos oder Mingolisch, glaube ich mal, dass es einer ist auf dem Kanal, das sehen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt, ob euch die Qualifikation oder Bewerbung, eigentlich Bewerbung, nichts Qualifikation, gefallen hat oder nicht und was ihr davon haltet und ob ich Chancen habe reinzukommen oder nicht oder ob ich fix reinkomme, keine Ahnung. Ja, bis zum nächsten Mal, ciao.